Hallo, meine wundervollen Seelen. Herzlich willkommen zum Wochenorakel vom 29.01. bis zum 4.02. Wir gehen in den Februar, ihr Lieben. Ich mische hier das Linda, von Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit. Im Wochenorakel gibt es von mir jeweils zwei Tarotkartendecks, zwei Kipperkartendecks und zwei Lenormand-Kartendecks. Die Karten sind so rausgefallen, dann lasse ich sie auch so liegen. Es wird sieben Neunerlegungen geben. Und zum Schluss den Rat der Engel. Hier habe ich von, ich muss ja immer noch mal gucken, Verena Klindert, die Tarotkarten für Anfänger. Dankeschön. Die kleben immer noch so. Neue Karten, die muss ich immer erst wirklich eine ganze Zeit lang benutzen, bis sie geschmeidig sind. Dann nehme ich hier das Licht- und Schattenlenormand aus dem Antonina Schulze Verlag und die ist gesprungen. Das war's? Okay. Und ich nehme hier von Patrick Scheller das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck und Kelsman Bergmann das Epic-Light-Lenormand-Kartendeck. Ich habe die beiden Decks zusammengetan. Da sollen es vier sein. Als nächstes zwei Kipperkartendecks und zwar einmal von Christophania und einmal von Sarah, die Kipperkarten. Ich schaue immer von einer Frau, die auf einen Herrn schaut, ihr Lieben. Wenn das bei euch anders ist, macht es bitte passend. Ich möchte damit ganz deutlich sagen, dass es bei mir nicht immer nur die Frau gibt, die wartet oder etwas tun muss, sondern wenn es bei euch der Herr ist, dann ist es so. Macht es passend. Diese Karte ist auf den Diebstahl gefallen. Normalerweise nehme ich nie, wirklich nie direkt zwei Kipperkartendecks raus. Jetzt habe ich das hier getan und diese Karte ist auf den Diebstahl gekommen. Seht ihr das? Und ich lasse die Karten ja so liegen, wie sie fallen. Das Bündnis ist gestohlen worden, beziehungsweise die Karte ist auf den Diebstahl. Das kommt zurück. Du holst dir dein Bündnis wieder und ich soll hier ganz deutlich machen, das ist die Überschrift für diese Karte. So, da fehlen noch drei Stapel. Wie gesagt, man sagt, ich die Kipperkarten. Dankeschön. Ich muss mal gucken, ob sich da noch eine gedreht hat. Ich hatte so das Gefühl, manchmal drehen sie sich aber auch wirklich einmal komplett um. Okay. Das hier ist mein Mondschirm. Ja, was soll ich sagen? Ich brauche Platz. Irgendwann muss man anbauen, ihr Lieben. Obwohl ich ja immer schon regelmäßig anbaue, aber ich brauche eben Platz. Die Überschrift möchte ich auch da liegen lassen. Ich möchte sie immer da liegen lassen, weil es wichtig ist, dass man hier sieht, und das Interessante ist wirklich, wir haben hier die 24. Wir haben die 2, 3 und die 4. Das heißt, dieser Diebstahl hier, der hat vor dem Bündnis eine Rolle gespielt, er spielt aber auch nach dem Bündnis eine Rolle. Und das ist für mich hier ganz klar nochmal die Bestätigung meiner Aussage, du holst dir dein Bündnis zurück. Wir schauen mal. An dem Montag, die 8 der Stäbe, das Ass der Schwerter und der Bube der Kelche. Dann haben wir hier die Vögel, die Lilien und die Mäuse. Die Lilien ist die Karte der Harmonie, der Familie, der Zugehörigkeit. Und das möchte ich hier ganz deutlich machen. Ich muss mal ganz kurz den Zoom ausstellen.
So, für euch war das jetzt eine Sekunde, weil das nervt mich total, wenn der immer wieder ranzoomt. Der ist im Ständchen. Ich war bei den Lilien. Die Lilien ist wirklich die Familienkarte. Und ich will hier wirklich deutlich machen, die Zugehörigkeitskarte. Das heißt, so manche Freundin, die du seit 10 Jahren kennst, ist doch, wenn der, ist dir näher, wenn du jeden Tag mit ihr telefonierst, auch wenn sie weiter weg wohnt, wie der Bruder, der im Nachbarhaus wohnt, oder der Onkel, der gegenüber wohnt. Hier geht es um Zugehörigkeit, um das Familiengefühl. Wir haben das reiche Mädchen, das ist für mich die reiche Frau, ihr Lieben. Hier, das reiche Mädchen. Ich finde das mittlerweile völlig fehl am Platz. Irgendwann gestalte ich vielleicht die Kipperkarten mal neu und dann wird es nämlich die reiche Frau und nicht das reiche Mädchen. Das nennt man dann künstlerische Freiheit. Also, wir beginnen mit den 8 der Stäben. Die 8 der Stäbe ist die schnelle Kommunikation. Oft ist es die schnelle, gute Kommunikation. Das habe ich aber hier nicht. Das kann auch eine heftige Kommunikation sein. Hier kommt, das hier wird zur Sprache kommen. Wieso ist mir das gestohlen worden? Wieso hast du mir das gestohlen? Wieso hast du den Eindruck, dass ich dir das gestohlen habe? Diese beiden Karten sind wesentlich in dieser Woche. Weil wir haben hier mit den Vögeln und mit dem reichen Mädchen und der Militärperson, das ist hier das Pärchen, haben wir hier auch die Seelenpartner. Die Seelenpartner, die eigentlich Familie sind. Die Familie, gefühlt Familie sind. Ob sie verheiratet sind oder nicht, das spielt hier überhaupt keine Rolle. Das ist gefühlt Familie. Und mit dem Ass der Schwerter, das Ass ist hier. Die Asse sind immer eine Chance, die hier von oben gereicht wird. Und hier wird sie aus dieser schnellen Kommunikation gereicht. Ob die Kommunikation gut ist oder schlecht, das, oder heftig. Schlecht ist falsch gesagt. Heftig. In jedem Fall wird sich hier ein Umdenken, wird sich aus diesen Gesprächen, aus dieser Situation ein Umdenken ergeben. Und es wird hier mit dem Buben der Kelche, Buben sind immer die Kinder, ist immer der Neubeginn ist falsch gesagt. Es ist eine junge Energie. Die Buben werden oft als Kinder dargestellt, hier auch. Die Ritter sind immer schon eine Spur weiter im Alter. Es sind die Jugendlichen, die jungen Wilden, könnte man sagen. Ja, das passt so schön zu den Rittern. Danach kommt König und Königin. Also es gibt hier, das ist die junge Energie und die kommt aus dieser Sache hier heraus. Es ist aber auch so, dass es so plötzlich kommt, dass es dir Angst macht. Willst du diese Familie wirklich? Willst du dieses Familiengefühl wirklich? Die Engel sagen, es bringt dich ins große Glück. Was ich auch sagen soll, ist, wenn du lange wartest, lange über etwas nachdenkst, desto mehr Angst bekommst du. Wenn du bist kein Mensch, der normalerweise schnell oder ad hoc irgendetwas umsetzt. Sie raten aber dazu, es hier wirklich mal zu machen, damit du nicht ins Nachdenken kommst, weil je mehr du hierüber nachdenkst, über diese ganze Situation, umso verrückter ist das, umso mehr macht es dir Angst. Und das ist aber hier, und ich soll es wirklich deutlich sagen, dein Glück. Muss nicht nur um die romantische Liebe gehen, ihr Lieben, das kann um jegliche Verbindung. Du sagst ganz oft, egal ob es Arbeitssituationen sind, Arbeitskollegen oder Chef, Chefin, Angestellte, Angestellte, Vermieter, Vermieter. Also das ist in jeglicher Situation. Wir haben hier die Gerechtigkeit, wir haben die 8 der Kelche und die 2 der Kelche. Hier haben wir den Herrn, wir haben die Wege. Und wir haben die Sterne, die gute Dame, die Krankheit und der angenehme Brief. Und wie passend ist das hier? Die 8 der Kelche ist die Karte, dass du dich aufmachst. Du ziehst dein Mäntelchen an
Du nimmst deinen Stab in die Hand und du gehst los und du weißt nicht, wie es um die nächste Ecke aussieht. Und das sind die Wege. Du gehst es in der Wahrnehmung außen, nach außen, das, was die Menschen von dir sehen. Aber du machst es auch in deinem Herzen. Und wir haben hier den Herrn und die gute Dame. Wir schauen, sie schauen beide. Ich sage nichts dazu. Sie schauen beide in Richtung Zukunft. Und es wird von oben geführt. Diese Gerechtigkeit lässt dieses Schwert, was sie hier in Händen hält, lässt sie nach unten fallen. Es ist der Weckruf. Das tut ihm nicht weh. Es sieht so aus, als wenn es ihm weh tut, aber es tut ihm nicht weh. Es ist der Weckruf. Jetzt geh. Mit der kurzen Krankheit habe ich hier, es sieht so aus, als wenn du im Koma bist. So habe ich das Gefühl hier. Das hier ist die Ruhephase. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist die Ruhe vor dieser Nachricht, die wie ein Komet einschlägt, die dich aber in die Position bringt, eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich habe hier auch im Sinn, also beruflich habe ich ganz stark das Thema und zwar ganz oft. Vielleicht macht ihr eine Praxis gemeinsam auf oder ihr habt eine Idee und gründet zusammen eine Firma. Irgendetwas, aber es ist in jedem Fall hier auf Augenhöhe und das stark. Wir gehen in den Mittwoch. Da habe ich den Eremit und ich habe das Ass der Stäbe. Ich soll die Karten irgendwie anders legen, aber ich weiß noch nicht wie. Ich lege sie mal hin, vielleicht kommt es mir gleich. Die Sechs der Schwerter. Ah, okay. So rum. Jetzt habe ich es. So soll ich sie legen. Das Schiff, der Park, der Sarg, der Park und der Sarg. Das große Wasser, die Reise und die falsche Person. Der Eremit ist der, der aus dem Rückzug kommt. Er hält diese Laterne in Händen und er geht kleine Schritte. Er stützt sich auf seinen Stab, der ihm auch den Schutz gibt. Und dieser Stab ist genau der Stab, der hier von oben gereicht wird. Es kann aber auch sein, dass der Eremit dir den Stab reicht, dass er praktisch dieses, also da kommt mir die Erdenergie rein, es ist die langsamste Energie und das macht mich auch gerade so unfassbar müde. Dieser Eremit ist müde. Er möchte gerne jetzt hier sich in dieses Boot setzen und zu neuen Ufern aufbrechen. Das Schiff ist ganz oft das Past Life bei mir. Und hier haben wir ja auch das Schiff mit dem großen Wasser. Das große Wasser ist die letzte Karte in den Kipperkarten. Es setzt den Punkt, den Abschluss. Hier wird etwas beendet. Diese Fahrt dieses Past-Life-Schiffes, ich hätte fast Geisterschiff gesagt, dieses Past-Life-Schiffes wird jetzt hier auf seine letzte Reise gehen. Und alles, was dagegen steht, egal ob es eine Person ist, eine Energie, ein Umweg, der Sarg fällt hier voll drauf. Ich sehe das. Und zwar wirklich, er geht aus dem Herzen und er fällt auf diese falsche Person, sodass die falsche Person in Gänze nicht mehr zu sehen ist. Und hier sieht man nur noch, dass das Schiff ankommt. Der Park ist die letzte, ist die Öffentlichkeit. Man sieht hier, dass es ankommt. Die Reise ist vorbei. Der Sarg steht auch einfach für das, dass es hier abgeschlossen ist. Das große Wasser sagt ja auch, es ist abgeschlossen. Hier wird diese Situation abgeschlossen. Der Eremit ist müde. Mit dem Ast der Stäbe, was ihm jetzt gereicht wird,
Hat er auch die Chance, das jetzt abzuschließen? Montag, Dienstag, Mittwoch und der Donnerstag. Ich muss mal ganz kurz was sortieren hier. Wir haben den Wagen, wir haben den Ritter, habe ich nicht gesagt, die jungen Wilden und die zwei der Kelche. Dann haben wir hier die Dame. Schaut euch mal an, wo die hinschaut. Die schaut auf dieses Bündnis. Wir haben den Bauch, der für den Neubeginn steht, der aber noch nicht auf der Welt ist, der noch nicht zu sehen ist. Dann haben wir hier den Zugewinn, das Warten und die gute Dame, ja, das Warten. Ach Gott, Leute, jeder, der mal schwanger war, jede Frau weiß. Also am Anfang ist die Freude groß und dann zieht die Zeit sich und zum Schluss, wenn der Bauch so ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann, dann wartet man sehnsüchtig, dass dieser Zustand hier zu Ende ist. Ich denke mal, es gibt einige, die mir da recht geben. Vielleicht nicht alle, aber einige. In jedem Fall haben wir hier mit dem Ritter der Kelche, das ist dieses Gefühl der jungen Wilden. Und ich finde es so passend, dass hier jetzt wirklich ein junger Wilde zur Welt kommt, geboren wird, sich zeigt, im Leben zeigt. Und ein Kind bringt das ganze Leben durcheinander. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Und so ist es mit diesen jungen Wilden auch, mit dem Ritter der Kelche. Ich finde den Vergleich heute brillant. Wir haben diese Frau, die sehnsüchtig hier auf dieses Bündnis schaut und auf den Wagen. Und wie passend ist das? Dieser Wagen ist als Bett dargestellt. Schaut mal hier, haben wir auch ein Bett. Wir haben ein Kinderbett und das ist dieses Kinderbett. Tatsächlich wird hier diese Geburt des Neuen erwartet. Erwartet. Interessanterweise haben wir sonst immer hier unten stehen die Erwartungen. Immer. In jedem Kartendeck steht Erwartung, nur hier steht die Wartung. Und dieses Mal ist es. Sonst sage ich immer, man wartet drauf. Und hier sage ich aber, man erwartet diese Neugeburt, dieses Kind, diesen Zugewinn. Das ist eine Situation, das ist so was Bereicherndes im Leben. Ein Kind ist so bereichernd, eine Geburt. Es geht jetzt hier nicht nur um das Kind. Ich bin jetzt da in dem Fahrwasser. Aber tatsächlich geht es auch darum, wenn du jetzt mit jemandem zusammenkommst und ihr habt eine Idee, euch selbstständig zu machen, dann ist das euer Bauch. Und dann bringt ihr das auf die Welt. Ihr geht in die Öffentlichkeit und ihr seid mit Leidenschaft dabei. Und genauso ist es auch, wenn ein Kind geboren wird. Die Leidenschaft ist da, dieses Leben, man spürt die Leidenschaft in jeder Zelle. Mit den zwei der Schwertern hat man zwei Möglichkeiten der Gedanken. Die Schwerter sind immer die Gedanken. Und hier geht es auch darum, die Gefühle mal ins Hintertreffen zu bringen, sondern mehr in die Gedanken zu gehen. Und ein anderes Mal muss man die Gedanken rauslassen und mehr in die Gefühle gehen. In jedem Fall kommt es hier in der Wahrnehmungsebene ins Fühlen und ins Denken. Und es hat hier mit dem Banner so was Offizielles. Ich habe das Gefühl, dass hier der Name eure Firma steht. Bei mir würde hier Flowing Life stehen. Ich finde das gerade wundervoll. Und dann gibt es die Sonne, die so viel Kraft gibt. Gerade im Frühling, und wir gehen ja in den Frühling, hat man das Gefühl nach der Kälte, die Sonne, die rauskommt, die gibt so eine Kraft, es ist so eine Wärme. Da kann es noch nicht, oder es kann sein, dass es noch nicht von den Temperaturen so hoch ist. Und dennoch, das Gefühl, hier geht es, wir sind hier in der Herzebene, das Gefühl ist warm, ist sicher. Die Sonne steht für den Erfolg, für den Sieg. Für das ganz klare Ja, für das Ja für die Geburt, für das Ja, dass man es nicht erwarten kann, für das Ja hier mehr, mal zu denken und mal ins Gefühl zu gehen. Und manchmal
tatsächlich auch es zu vermischen. Und das ist deine neue Geschichte. Du bist mein Zuseher, meine Zuseherin. Und das ist deine neue Geschichte. Wenn du es auch nicht alleine machst, das spielt hier keine Rolle. Hier geht es um dich. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann haben wir hier den Freitag, ihr Lieben. Die neun der Münzen ist die Wunscherfüllung, die materielle Wunscherfüllung. Wir haben den Gehängten und wir haben das Ass der Stäbe. Wir haben immer ganz viele Asse im Moment. Asse sind immer der Neuanfang. Die Pyramide, die Eule, die Dame, die reife Person. Wir haben die Veränderung. Wir haben den guten Herrn und wir haben unverhofftes Geld. Hier geht es nicht ums Geld. Es geht um die Plötzlichkeit. Ich möchte auf diese Reihe hier eingehen. Und zwar hier die Pyramiden ist nichts anderes wie ein alter Sarg. Dieser Sarg geht aber nicht in die Erde, sondern er geht nach oben in die geistige Welt. Mit den neun der Münzen haben wir die materielle Wunscherfüllung. Ich weiß, es steht in keinem Büchlein so, ich empfinde es aber so. Ich trenne auch nicht das Materielle mit dem Emotionalen. Manchmal schon, aber nicht so krass. Ich nehme da ganz gerne das Beispiel des Briefes. Der Brief ist materiell. Du kannst ihn anfassen, du kannst ihn zerreißen, du kannst ihn aufmachen, du kannst ihn zerknüllen. Du öffnest den Briefumschlag und nimmst den Brief raus. Du faltest ihn auseinander und du liest, was darin steht. Und das, was da drin steht, das macht etwas Emotionales mit dir. Wenn da steht, ich liebe dich, macht es etwas mit dir. Wenn da steht, Kündigung der Wohnung, Kündigung der Arbeitsstelle, macht es etwas mit dir. Insofern kann ich das Materielle mit dem Emotionalen nicht ganz so krass trennen. Hier ist es aber so, der Rabe ist ganz oft, irgendwann hat man den Raben als Unglücksraben beschimpft und genauso kommt es mir auch rein. Im Ursprung waren die Raben aber Glücksbringer. Und schaut euch mal an, das hier ist nichts anderes wie eine Pyramide. Dieser Rabe sitzt hier auf der Pyramide und bringt dir Glück. Und nicht nur das, diese Karte ist in Bewegung. Die Energie der Karte ist in Bewegung. Hier kommt aus einem Sarg die Fülle durch die Veränderung. Und wir haben hier das Haus, was umgezogen wird. Diese Veränderung, wie das Wort hier sagt, mit der Nummer 9, ist der Abschluss. Der Abschluss, dass hier etwas, was beerdigt wurde, egal ob nach oben oder nach unten. Jetzt aber in der Form, wie es auch ist, noch ins Glück geht. Und zwar haben wir hier diesen Gehängten. Und ich habe das Gefühl, der hängt wirklich, man hat ihn gezwungen, so kommt es mir rein. Ein Baum steht immer für die Heilung. Dieser Baum hier trägt neue Blätter. Das heißt, er ist im Begriff. Im Frühling, ich komme immer wieder auf den Frühling. Auch hier haben wir den Stab mit den neuen Blättern. Im Frühling kommt es dazu, dass du praktisch gezwungen wirst. Hier, du wirst an einem Bein festgebunden und du wirst die Welt von unten sehen. Du wirst die Welt auf dem Kopf sehen. Und das heilt dich aber. Dieser Baum, der ja für die Heilung steht, da sitzt genau dieser Vogel drin. Die Vögel sind in den Lennemann-Karten. Entweder stehen sie für Aufregung, aber wenn es Eulen sind, stehen sie dafür, dass hier Seelenpartner dargestellt sind. Bei Kathleen Bergmann sind die Karten, ist es aber nur ein Seelenpartner. Und ihr schaut euch noch nicht an. Und dieser eine Seelenpartner ist er. Du hast deine Geschichte einen Tag vorher begonnen. Er beginnt seine Geschichte einen Tag nachher. Im Herzen ist er noch alleine. Aber er riecht dich schon, habe ich das Gefühl. Und er wird dich auch sehen durch diesen
Durch diesen Sichtwechsel passiert etwas in ihm, mit ihm, vielleicht bei dir. Vielleicht siehst du ihn anders. Er hängt nach unten, die Haare hängen nach unten. Er sieht anders aus. Vielleicht siehst du ihn anders. In jedem Fall haben wir hier mit dem Ass der Stäbe. Das Ass ist immer der Neuanfang. Die Stabkarten sind die Aktionskarten. Und hier geht es schnell. Unverhofftes Geld ist rasend schnell. Rasend schnelle Veränderung bei ihm. Und zwar in seinem nächsten Schritt, in seinem Herzen, aber auch in seiner Wahrnehmung. Ihr Lieben, der Samstag. Ich will das Bündnis und den Diebstahl noch mal ein Stückchen weiter rausnehmen. Wir haben den König der Kelche, wir haben den Ritter der Schwerter und wir haben die Königin der Stäbe. Hammer, oder? Der Ausgleich, die Katze, der Schmetterling und hier sind vier gefallen. Die Schatztruhe, dann haben wir die Arbeit, wir haben das Gericht und wir haben ein Geschenk bekommen. Was mir hier ganz deutlich wird. Diese Katze gehört zuerst in diese Linie. König der Kelche und Königin der Stäbe sind das Pärchen. Und hier kommt jemand, dem das überhaupt nicht gefällt, dass ihr zusammenkommt. Wir haben hier die Gefühle, hier haben wir die Tatkraft. Und hier denkt jemand und der kommt geschützt, der kommt unerkannt. In jedem Fall haben wir hier erstmal den König der Kelche, der hier Arbeit reinsteckt. Er möchte gerne jetzt hier den Ausgleich bringen, den Ausgleich mit der weißen Katze. Es ist die Katze der, wie soll ich das sagen, der Unschuld. Das genau soll ich reinbringen. Der Unschuld. Diese weiße Katze mit ihrem treuen Blick hat aber ganz scharfe Krallen. Jeder, der schon mal ein ganz kleines Kätzchen auf der Hand hatte, weiß, wie scharf die Krallen sind, weil die sind noch nicht abgewetzt. Und hier kommt die Unschuld, die wird in die Waage gelegt. Und dann wird daran gearbeitet, zu sagen, zu zeigen, wie unschuldig dieser König der Kelche ist. Und dann kommt hier dieser Ritter der Schwerter, der sagt, die Unschuld. Der ist gar nicht so unschuldig. Der zeigt sich anders. Und das Gericht hat das erstmal alles im Blick. Und dann kommt hier der Schmetterling zu der Königin der Kelche. Und hier ist es so, dass die Königin der Kelche sich von ihm überhaupt nicht belabern lässt, sondern sie sieht den Wert, die Schatztruhe, den Wert dieser Transformation von diesem König der Kelche. Und sie empfindet das als Geschenk. Traumhaft. Leute, sowas kann ich mir gar nicht ausdenken. Das kommt wirklich eins zu eins von oben. Wir schauen auf den Sonntag. Wir haben mit den fünf der Stäbe die Kampfkarten. Die Königin der Kelche und die vier der Stäbe. Die vier der Stäbe ist die Karte des Hauses. Das sind die vier Säulen eines Hauses. Hier war jetzt irgendwas schief, aber gut, ich soll es so nehmen. Wir haben den Aufstieg, wir haben den Ring und wir haben den Löwen. Das ist die Hoffnung, großes Wasser, seine Gedanken und Kummer und Widerwärtigkeiten. Dieser Ring ist eine Moment. Also die fünf Stäbe ist der Kampf. Und jetzt muss ich nochmal hier auf das Bündnis zurückkommen. Ich habe gesagt, du holst dir dein Bündnis zurück. Und genau das machst du hier an diesem Sonntag. Aktiv. Du gehst aktiv in die Zukunft und du weißt ganz genau, was du hast. Deine vier der Stäbe sind die Säulen eines Hauses, sind das Fundament. Du hast das Fundament, du bist die Königin der Kelche, du hast das Fundament
in den Gefühlen, aber du hast es auch in der Aktion. Du weißt ganz genau, was du machen kannst, was du machen darfst, was du machst. Wir haben hier mit den 5 der Stäben, das ist eigentlich diese Kampfkarte. Ich glaube, wir hatten die eben. Schau dich mal an, die sind ganz geordnet. Dieser Kampf wird jetzt hier geordnet, wie die Stufen hier bei dem Aufstieg. Ich sehe, wie hier 2 die Stufen hochgehen, beziehungsweise sich hochhangeln, rangeln. Es kommt hier, das ist der Aufstieg, ihr Lieben. Mit der Hoffnung, großes Wasser, das hatte ich eben schon mit der 36, das ist der Abschluss dieses Aufstiegs. Es ist der Abschluss dieses Ringes. Der Ring steht immer für die Verbindung. Und es ist, du bist die Königin der Kelche und seine Gedanken, das ist er. Hier geht es um die Person. Aktiv nach vorne. Und der Kummer und Widerwärtigkeiten. Leute, das ist die Karte, die uns so unfassbar lange schon begleitet. Die hat keine Kraft mehr. Ich spüre, wie er sich hier an den Kopf fasst und sagt, oh, ich bin so müde. Ich bin so kraftlos. Sie verliert die Kraft. Diese Karte, die Energie, die mit dieser Karte verbunden wird, verliert ihre Kraft. Und das finde ich gerade ganz fantastisch. Schauen wir noch in den Rat der Engel, ihr Lieben. Wir haben hier die 2 der Schwerter. Und wir haben den Stern. Der Stern ist die höchste Schutzkarte im Tarot. Dann haben wir hier den Sarg. Ist keine schlechte Karte. Ich möchte es wohl wegschicken. Und wir haben den Engel. Und hier sehe ich ganz deutlich, und da brauche ich gar nicht lange zu überlegen, das ist auf dem Friedhof. Hier wird etwas beerdigt. Wisst ihr, es gibt ganz viele auf Gräbern, ganz viele Engel, die über dem Sarg, über der Grabstelle praktisch wachen. Und das ist hier mit gemeint. Dann haben wir die Entscheidung. Und wir haben zu hohen Ehren kommen. So, jetzt, ich habe das letzte Mal gesagt, ich brauche was Nettes. Das ist unser Thema der Woche. Unser Thema der Woche ist dieses Bündnis, das dir mal gestohlen wurde und was du dir jetzt zurückholst. Dieses Bündnis in jeder Form. Du kannst es noch nicht sehen. Ich weiß, du kannst es auch nicht mehr hören. Das kommt mir ja auch rein. Aber ich kann es ja nicht ändern, Leute. Ich muss ja das sagen, was mir die Engel reingeben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei anderen Kartenleger oder Kartenlegerinnen die Energien anders sind. Irgendwann heißt es, ja, du hast es gesehen, du bist in den Neuanfang gegangen. Irgendwann heißt es, ja, endlich gehst du deinen Weg. Ja, endlich, endlich, endlich. Und dann ist es nicht nur bei mir so, dann ist es bei anderen auch so. Es sind die Energien. Und ich würde es wirklich komisch finden, wenn ich etwas ganz anderes sage als alle anderen. Ich habe mir abgewöhnt, andere Orakel zu schauen. Also wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu jemand anderem. Das mache ich schon. Ich lasse mir von jemand anderem dann die Karten legen. Aber ich schaue keine Orakel mehr auf YouTube. Alleine deswegen, weil man mir so oft vorgeworfen hat, ich würde keine neuen Ideen haben oder ich wüsste gar nicht, was Eigenes zuzustellen. Und danach habe ich gesagt, okay. Keine anderen Orakel mehr, das tut mir total leid, aber auch ich lasse mich beeinflussen, auch ich nehme von anderen die Dinge an und auch ich lasse mich inspirieren. Und jetzt kommt meine Inspiration nur von oben und das schon sehr, sehr lange, das kann ich euch sagen. In jedem Fall hast du jetzt hier, triffst du die Entscheidung und schau mal, die Entscheidung ist ja noch in den Wolken, über den Wolken. Du kannst das noch gar nicht sehen. Du siehst noch gar nicht, dass hier zu hohen Ehren kommt, dass du in der Öffentlichkeit anerkannt wirst, dass du hier mit dem Schutz, mit der 44,
ist der Schutz der Engel und mit dem Stern, das ist ja die höchste Schutzkarte im Tarot, dass diese Anerkennung in der Öffentlichkeit hier hochgradig geschützt ist von oben. Dafür musst du aber erst, und ich sage hier ganz bewusst muss, diese zwei Schwerter begraben, damit du eine Entscheidung treffen kannst. Und das alles ist noch nicht zu sehen. Aber Leute, die Perspektive ist eine fantastische. Und du holst dir dein Bündnis zurück. Du holst dir deine Verbindung wieder. Ich danke euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das Wochenorakel ist immer das längste, weil es so viele Neuneinigungen gibt. Ich wünsche euch eine wirklich zauberhafte Woche. Es wird eine aufregende Woche, das spüre ich. Sie wird Entscheidungen fordern. Wisst ihr, was mir hier auffällt? Sie hat den Ring an der Hand, er aber nicht. Hier hat jemand den Ring abgelegt und die andere Person kann ihn nicht ablegen, sie kann sich nicht trennen von ihm. Und die Engel sagen ganz klar, das musst du auch nicht mehr. Du holst dir dein Bündnis zurück. Immer zum höchsten Wohle aller. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.